Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zurück zur nächsten Folge City Skylines. So, ich habe ein wenig hier vorne was schon gebaut. Und ja, es geht gut voran. Ich habe auch noch ein paar, also einfach nur Gebäude abgerissen. Und als ich gerade beim Abreißen war, sehe ich, dass den Wirbelsturm gerade bei uns durch die Stadt fegt. Oh mein Gott. Okay. Ich bin jetzt nicht der Experte, was Klimakatastrophen betrifft. Aber gibt es Wirbelstürme in Finnland? Hat der irgendwas verursacht? Der ist hier einfach nur lang gebraust, ne? Ich habe übrigens irgendwie auch keine Nachricht übers Radio bekommen. Die quatschen ja sonst über sämtliche Scheiße. Aber wenn hier ein Wirbelsturm... This is an emergency broadcast to all citizens. Increasing areas of forest are being engulfed by flames. The thick smoke rising from the fire makes the air dangerous to breathe. Citizens are advised to vacate any premises near the fires and remain at a safe distance until emergency services manage to get the fires under control. Okay, also ich kriege einen Hinweis, dass ein Baum irgendwo in der Walachei brennt, aber wenn ein Wirbelsturm mitten in der der ist hier, glaube ich, irgendwo gestartet, auf die Stadt niederprasselt, dann interessiert das kein Schwein. Der Waldbrand ist übrigens auch schon beendet. Das war ja kurios. Ganz, ganz kurios. Naja, okay, wir haben ihn überlebt. Also den Waldbrand. Gut, also... Ach nee, da hinten ist der Waldbrand noch. Die breiten sich übrigens gefühlt nie aus. Ist übrigens eine Errungenschaft. Deswegen hoffe ich, dass irgendwann mal hier tatsächlich ein Waldbrand ausbricht. So, was ist denn hier eigentlich los? Warum ist denn hier Stau? Mann, weil die alle schon wieder die Spur hier vorne wechseln. Ist auch mal nervig. Gut. Nicht mein Problem. Ich habe den Anschluss halt auch noch nicht. Das vielleicht auch gar nicht verkehrt ist. Weil wir so bis jetzt erstmal nur einen Anschluss brauchen. Gibt sehr viele Anschlüsse, ne? Sehe ich gerade. Ja, ich hatte überlegt, ob ich vielleicht hier die Kacheln kaufe und hier vielleicht eine Verbindung setze. Da, ach Gott, schon wieder Unfall. Hör auf. Das würde allerdings zur Folge haben, dass wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute hier rüber und dann hier durch die Stadt fahren werden. Alter, was ist das für eine monsterlange Straße eigentlich? Oh, es geht. Ja, da habe ich ein bisschen Befürchtungen. Die tatsächlich dann eintreffen, weiß ich nicht, aber könnte so ausgehen. So. Gut, ansonsten geht's voran. Also, ich bin tatsächlich nicht unzufrieden. Hier haben wir jetzt, glaube ich, erstmal, genau, bisschen das Problem mit unserer Ölmine gelöst und wir machen dadurch wahrscheinlich jetzt auch mal ein bisschen mehr Öl. Ja, reicht zwar immer noch nicht ganz, um das Defizit auszugleichen, allerdings wir haben ja auch noch ein bisschen Platz für Arbeiter, ne? Also wir haben ja hier erst 77% Effizienz. Also wenn da der ein oder andere vielleicht noch dazu kommt. Ja, ich brauche halt gut Ausgebildete, ne? Dormangels. Und die werden sich den Weg nach hier hinten nicht antun. Ich habe eine ganz verrückte Idee. Teste mal was. Das wird aber nicht mehr klappen.
Gibt's ein Special-Gebäude? Ach, so Feuerwehr, shit. Wo kommen wir da raus? Der Straße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Steil. Ja, ja, Wasser ist mir klar. Prinzipiell geht's aber, ne? Ich kann hier bauen. Okay. Ich hätte... Wenn ich die Scheiße hier abreiße. Das sind ja alles nur Bürogebäude, ne? Okay. Ich will das jetzt hinkriegen. Please go. Naja, das wird nicht gehen. Sache ist, ich muss halt auch. Noch an das Ding da vorne rankommen. Ich erweitere das mal kurz ein bisschen. Sieht jetzt super scheiße aus, aber das werde ich gleich nochmal ein bisschen anpassen dann. Ich muss nur unter die Erde kommen. Raus. Ich möchte exakt hier raus. Nee, ich muss ein bisschen mehr Platz lassen. Ich muss hier raus. Oh mein Gott, das geht. Wieso mache ich das eigentlich? Warte, ich jetzt 20 unter der Erde bleiben. Ich mache das einfacher. Ich lasse die unterirdisch. Mach hier jetzt Auf- und Abfahrten. Also quasi hier so ein, ne? So einen Kollegen quasi auf die Autobahn. Ach so, sorry, nicht parallel. Deswegen ging es wahrscheinlich auch gerade nicht. Ich hoffe, dass das richtig. Ja, ist richtig. Ich hoffe, dass auch das richtig ist. Ja, das könnte alles sein. Das kann ich nicht beurteilen. Das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Das sieht schon besser aus. Dann theoretisch von hier... Die rechte Spur.
darauf. Und dann von dieser Spur. Hang ist zu steil. Oh, wo endet denn. Oh, oh ja, das endet nicht viel weiter hin. So, perfekt. Ja, dass das jetzt hier nicht hundertprozentig parallel ist, ist mir egal. So, dann kaufen wir uns diese Kacheln. Es gibt halt keine Auffahrten, ne? Das ist schwierig. Oh, Entschuldigung. So, und jetzt komme ich bitte an die Oberfläche. So, jetzt mal hier gucken, wo die Autobahn ist. Ah, wie löse ich das jetzt? Das ist ja scheiße. Ich löse das anders. Und zwar baue ich hier vorne wieder so ein, ja, keine Ahnung, ein vorgefertigtes Teil. Kreuz, irgendwas. Nee, es muss eigentlich noch viel kleiner sein. Das hier sein. Recent spikes in demand have led to temporary local shortages in the city's fresh water supply. The public should be aware that we are struggling to get the situation in hand. Ja. This has been a local public service announcement. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. So delightful. Another letter from our erstwhile listeners. Nee, jetzt können wir hier einzeln bauen. Me and my sister love you. Oh, that's nice. Y'all got clarinets and violins, but you got something most music these days ain't. Oh, let me guess. Lineage traced back to the great Haydn himself. Suck. Let's see here. Y'all got soul. Oh, yes, soul. A raison d'être. So. Delicious. My sisters say whoever you got playing the keys got more funk in his pinky. But I told her that ain't funk. That's obwohl, das können wir auch doppelt lassen. Yes, indeed. That must be most exacerbated. So, dann kann ich mir einfach hier parallel wieder gehen. Since the time of the early explorers. Funk by den Anfang finden. Modern conceit, and you'll find none of that here. Funk, as they say, is for the layperson. Now, let's hear another one of those soulful cants. We're live, and we're getting reports about a traffic accident. So. Muss jetzt eigentlich alles gut funktionieren. Road maintenance services have already been dispatched and traffic flow should return to normal. Ach so. But if you're planning a quick trip out, you might want to wait a little while until everything clears up. Natürlich gerade noch im Nichts. Nein, hier ist eine Brücke. Ist nicht dein Ernst? Meanwhile, expect delays and drive safe. This just in from traffic. If you're thinking about hitting the streets, you can expect delays on the major roads, especially during rush hour. Good to know, Jim. Seems like everyone is in a hurry to get somewhere fast. So. It's worth slowing down. And if you can, plan your trip outside the rush. Oh, I don't know. I'd rather wait an hour in traffic than to have to start thinking about everything all the time.
Besides, if I did that, I'd never get anywhere. Das ist sehr schwierig. Okay, das geht gar nicht. Gott, sieht das scheiße aus. Achso, ich habe auch viel zu groß gebaut, sorry. Hier will ich eigentlich. Das geht trotzdem nicht. Ach, scheiße. Boah, da will ich mir jetzt richtig... Das wird jetzt katastrophal. Ist es... Nee. Ja, doch. Ja. Obwohl, dahinter ist ja fast das nächste, ne? Ich baue das mal anders. So, kriegen wir das zusammen? Naja, oh Gott. Oh Gott, sieht das scheiße. Naja, ist egal. Schwierig sieht's aus. Es sieht sehr schwierig aus. Nee, warte mal, das geht auf gar keinen Fall. Mal gucken. Und dann... Boah, ich würde wirklich sehr, sehr gerne diese Straße vergrößern auf 3. Also auf die Breite. Hier ist der Hang zu steil. Ich bin ehrlich, ich reiß das hier alles ab. Mach das anders. So, und jetzt bauen wir bitte eine Dreierstraße. Ist halt super groß, ne? Und jetzt das parallel da drauf. Das würde ich gerne im Kreisverkehr lösen. Das geht nicht. Doch, das geht. Ich musste den Kreisverkehr zuerst setzen. Müsste es eigentlich gehen. Will ich einen Kreisverkehr überhaupt setzen? Also einen Kreisverkehr zu setzen ist manchmal, habe ich das Gefühl, nicht immer das Beste. Boah, Katastrophe. So, und warum ist das hier... Warte mal, das war die Straße, ne? Ach ne, es ist sogar die Straße. So. Ja, ich weiß, hier fehlt der Anschluss. Das ist die Autobahn, die Autobahn. Das ist der Bus. Einfach nicht gebacken, dass hier jetzt theoretisch Gebäude entstehen können. Also außer hier vorne. Ja, sorry, das muss hier alles nochmal neu gemacht werden. Also das können wir hier alles mal abreißen. Ja, schwer wild gerade.
Nee, das auf gar keinen Fall. Das hier ist auch irgendwie komisch. Jo, das können wir auch gleich nochmal einmal alles abreißen. Das sind diese gemischten Dinger wahrscheinlich. Normale Büros. Da müssen wir jetzt nicht übertreiben. Das ist ja echt ein Quark. Da vielleicht auch nochmal Reihenhäuser setzen. Das ist zwar gerade keine Nachfrage. Aber vielleicht kriegen wir es noch hin. So, okay, dann haben wir jetzt den Anschluss. Ach Gott, Alter. Also das hier wird auch ganz, ganz katastrophal, ne? Ich müsste diese Straße hier eigentlich auf zwei erweitern. Also doppelte Breite. Ansonsten kann ich das hier alles vergessen. Nein, was ist denn jetzt los? Wieso wird denn das alles abgerissen? Nichts abreißen. Nein, nicht abreißen. So denn? Was bist du? Ist das hier, oder? Ich sehe es nicht. Abbruchreif. Ich weiß nicht, warum hier Sachen abgerissen werden. Ich habe doch gar nichts gemacht. Nicht abreißen. Nein! Na ja, gut, sie werden immer gleich direkt neu gebaut. Das ist schön. Einzig vernünftiger. So, ich mache mal ein bisschen Speedy up. Das sind doch hier so eine Kackbüros einfach nur, ne? Das ist ja auch Quatsch. Dinger hin. Oh, das gefällt mir auch gar nicht. Das gefällt mir nicht. Okay, so. Gut. Dann. Also, das können wir nicht beeinflussen. Ja, das sieht ja auch ultimativ schlimm aus. Aber ist okay. Ach, guck mal, wir haben nachfragen noch Büros. Quelle Surprise. Zack, Unfall. Wo könnte man denn nochmal fette Bürotürme hinbauen? Ich weiß gar nicht, warum jetzt... Ach so, weil wir vielleicht einen neuen Anschluss haben. So eine Schnellverbindung. Alter, wie hier die Autos schon rüberschießen. Und die werden wahrscheinlich alle... hier hinten jetzt gleich an... Ach, du Scheiße, ja. Ach, oh Gott. Oh mein Gott. Oh Gott, wird das schlimm. So, also hier muss auf jeden Fall schon mal die Ampel raus. Okay, da möchte man leben, oder? So, ja, das geht ja. Das geht ja gar nicht. So ist schon okay. Aber das davor war ja... Also gut, das sieht auch alles scheiße aus, ne? Oh, ja, na gut, das ist halt das Problem, ne? In diesem abschüssigen Gelände, Alter.
Ist hier eine Ampel? Nee, es kann keine Ampel sein. Oh mein Gott, jetzt habe ich mir ein komplett neues Verkehrsproblem aufgehalst. Also ich glaube, es war schon mal nicht verkehrt, dass die Straße hier verbreitert wurde. Ach du heilige Scheiße. Increasing areas of forest are being engulfed by flames. The thick smoke rising from the fire makes the air dangerous to breathe. Citizens are advised to vacate any premises near the fires and remain at a safe distance until emergency services manage to get the fires under control. Alter, also was hier auch an Autos rumsteht, ne? Müsste wirklich viel mehr mit Parkhäusern arbeiten. Also ich meine, es macht keinen Unterschied. Ist trotzdem nur einspurig. Mein Gott, Alter, das ist so eine Katastrophe jetzt hier. Ich will gar nicht wissen, wie weit die Autos hier schon stehen. Oh, es geht sogar noch. Gut, 20 Uhr, Feierabendverkehr ist gleich durch. Haben wir noch irgendwo Verkehrsprobleme? Unfall, Unfall. Hier ist gar kein Verkehrsproblem mehr, ne? Ne, hier ist gar nichts mehr. Jo, ich glaube, ich habe dieses Verkehrsproblem einfach komplett auf den Bereich jetzt hier umgelagert. Ist, wo die alle hinfahren. Recent spikes in demand have led to temporary local shortages. Man müsste sich tatsächlich mal angucken, wo die hinfahren. The public should be aware that we are struggling to get the situation in hand. This has been a local public service announcement. That was truly superfluous. Masterful counterpart. You're listening to Second Moon Radio, the station of levitated tastes. Don't. Tja, okay. Ganz kurz überlegt, ob ich... das wäre aber vielleicht ein Projekt, was wir irgendwann später vielleicht mal machen. Ob ich diese Autobahn hier unten im Wasser teile und das quasi als Abfahrt nutze und dann weiter verlängere bis hier oben hin. Ah, da wüsste ich aber gar nicht, wie ich das mache. Ich müsste wahrscheinlich auch... Road maintenance services have already been dispatched and traffic flow should return to normal. But if you're planning a quick trip out, you might want to wait a little while until everything clears out. Vermutlich müsste ich auch irgendwo eine Autobahn, vielleicht von hier unter Wasser... bis hier hinten ranbauen. Boah, Alter, das ist auch ein super ambitioniertes Projekt, ey. Oder ich gehe halt mit einer dicken Straße von hier ab und gehe direkt unter Wasser bis nach hier drüben. Und komme dann halt, weiß ich nicht, wo hier auch immer noch Platz ist, vielleicht hier oder so. Oder wahrscheinlich macht es sogar Sinn, hier irgendwo rauszukommen. Komm dann hier auf die Straße drauf. Unterwassertunnel bis nach hier. Ich teste das mal offscreen. Gucken, ob das geht. Also gehen wird es bestimmt, aber ob das angenommen wird. Oder ob die Verbindung hier rüber über die Autobahn nicht doch die schnellere ist. Wahrscheinlich nicht. Naja, mal gucken. Gut, also erstmal vielen Dank und bis morgen zur nächsten Folge Cities Skylines 2, meine Lieben. Adieu.